Physik 2, Übung Serie 9, Aufgabe 1. Ja, willkommen zur Videolösung. Hallo Thomas. Hallo Tommy. Ich lese vor. Im Zwischenraum zweier unendlich ausgedehnter Ebenenplatten, siehe Skizze, besteht ein homogenes elektrisches Feld E gleich 2 mal 10 hoch 3 Newton pro Coulomb mal E klein e von Y. Die untere Platte ist folglich positiv und die obere Platte negativ geladen. Woraus folgt das? Das ist aus der Richtung des elektrischen Feldes. Das elektrische Feld geht immer von positiver zu negativer Ladung. Und in dieser Formel sieht man... Ja, wir haben ein Koordinatensystem, wir haben eine Y-Achse ausgezeichnet, die geht vertikal nach oben. Das elektrische Feld schaut in Richtung positiver Y-Richtung. Das heißt, die Ladung ist auf der unteren Platte plus und auf der oberen Platte also negativ. Das ergibt sich aus der Formel, aus der Skizze, nicht aus das der Formel. Das ergibt sich aus der Skizze, das kann man daraus gut lesen. Der Abstand zwischen den Platten ist 2 cm. Von der Oberfläche der unteren Platte wird nun ein Elektron mit der Geschwindigkeit V0 gleich 6 Millionen Meter pro Sekunde und unter einem Winkel von 45 Grad in den Plattenzwischenraum geschossen. Auf welche Platte trifft das Elektron als erstes nach dem Abschuss? Bemerkung, die Wirkung der Schwerkraft ist für dieses Problem vernachlässigbar. Schwerkraft 10 Meter pro Sekunde im Quadrat, das macht wirklich nicht viel aus auf 6 Millionen Meter pro Sekunde. Ja, da kann man immer davon ausgehen, dass die Gravitation in solchen Problemen, wo es um Elementarteilchen geht, also um Massen extrem kleiner Größen, dass man die Gravitation vernachlässigen kann. Ah ja, ich habe aber gehört, dass man am Large Hadron Collider die Mondphase messen kann mit der Abweichung des Strahls. Gehen wir weiter. Gut, also das Problem ist zwar unabhängig von der Gravitation, aber dieses Teilchen, wenn es mal hier im Zwischenraum ist, ich zeichne jetzt das mal hier ein, an einem Punkt, das ist ja geladen. Und aufgrund des elektrischen Feldes, weil es, das Teilchen ist ein Elektron, ist negativ geladen, spürt es eine Kraft in negativer Y-Richtung. Und diese Kraft, die ist überall zwischen den Platten gleich groß, weil das Feld ist konstant, ist ein konstantes Feld zwischen den Platten. Homogen. Homogenes Feld. Und das Teilchen verändert seine Ladung nicht, das heißt, die Kraft ist immer identisch. Und deswegen kann man dieses Problem eigentlich komplett analog zu einem schiefen Wurf einer Masse im Schwerefeld der Erde anschauen. Also analog schiefer Wurf. Ja. Was machen wir jetzt? Und was natürlich wichtig ist, ist, wenn man die Anfangsbedingung anschaut, wir haben dieses V0 des Teilchens. Diese Anfangsgeschwindigkeit, die teilt sich auf in ein V0 in X-Richtung und in ein V0 in Y-Richtung. Die X-Richtung werden wir, also ist irrelevant für das Problem, es uns interessiert nicht, wie weit das Teilchen kommt in der horizontalen Richtung, sondern uns interessiert nur, ob das Teilchen hier in der Y-Richtung während der Bewegung an die obere Platte stößt. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur das V0Y. Wir können ja wie beim schiefen Wurf auch hier die Bewegungen völlig getrennt betrachten. Die Y-Bewegung aus der Y-Geschwindigkeit und die X-Bewegung aus der X-Geschwindigkeit. Ja, ich kann das nochmal schnell aufschreiben hier. Das ist einfach der Betrag der Anfangsgeschwindigkeit mal den Cosinus Theta. Theta ist dieser Abschusswinkel. Und
die Y-Komponente dieser Anfangsgeschwindigkeit ist Betrag mal Sinus Theta. So können wir diese Geschwindigkeiten aufteilen. Und eben, wie gesagt, was uns interessiert, ist diese Anfangsgeschwindigkeit Y0. Zu Beginn, das wären jetzt einfach die 6 Millionen Meter pro Sekunde geteilt durch Wurzel 2. Bei 45 Grad ist das genau Wurzel 2. 1 durch Wurzel 2. Aber dieser Winkel verändert sich natürlich. Genau, dieser Winkel verändert sich aufgrund dieser Kraft, die das Teilchen spürt, die in negativer Y-Richtung. Das heißt, diese Geschwindigkeit hier wird sich verändern. Und aus dieser Kraft resultiert natürlich eine Beschleunigung. Und die kann man ausdrücken. Wie gesagt, wir rechnen jetzt eigentlich nur die Y-Bewegung, alles andere interessiert uns nicht, wie schon gesagt. Diese Beschleunigung, das ist die Kraft, die auf das Teilchen wirkt, in Y-Richtung, geteilt durch die Masse des Teilchens. Das ist die Elektronenmasse. Ja, und die Kraft, die ist minus E, also die Ladung mal das elektrische Feld in Y-Richtung. Und unser elektrisches Feld zeigt in Y-Richtung, das heißt, ich kann hier gerade so gut den Betrag des elektrischen Feldes einsetzen, geteilt durch die Elektronenmasse. Gut, jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man dieses Problem lösen kann. Ich möchte hier einfach so ein Vorgehen skizzieren. Eine Idee ist zum Beispiel, wir müssen den Zeitpunkt bestimmen. Ich sage dem T Max. Der Zeitpunkt, bei welchem das Teilchen die maximale Y-Auslenkung erreicht hat. Das heißt T Max, für welches gilt Y von T Max ist gleich Y Max. Genau, und das ist gegeben, das schreibe ich vielleicht hier in Klammer, wenn Y-Punkt, also die Geschwindigkeit in Y-Richtung 0 ist. Dann haben wir nämlich den Umkehrpunkt erreicht in Y-Richtung. Genau, und wenn wir dieses T-Max haben, das ist der zweite Schritt, können wir das Y-Max berechnen. Also aus T Max folgt dann Y Max. Das ist dann eine Einsetzübung. Und wenn dieses Max größer als 2 cm ist, dann ist die Antwort auf die Frage gefunden. Gefunden. Gegeben, genau. Also es ist auch gefunden, wenn es kleiner ist. Dann ist es auch gefunden. In einem Fall knallt sie gegen die Platte und im anderen Fall gegen die andere Platte. Wird sie dann auf die positive Platte zurückfahren. Das finden wir jetzt raus. Also ich schreibe mal die Lösung der Bewegungsgleichung auf in Y-Richtung. Das ist irgendein Y0. Das können wir gerade so gut 0 setzen, wenn wir das Koordinatensystem, wie hier angegeben, bei der unteren Platte, also beim Startpunkt, beginnen lassen. Plus eine Anfangsgeschwindigkeit in Y-Richtung mal die Zeit. Plus ein Zweitel AY, Beschleunigung in Y-Richtung, mal die Zeit im Quadrat. Ja, und hier oben ist eigentlich schon die Idee gegeben, das T-Max ist dann erreicht, wenn Y-Punkt gleich 0 ist. Also setzen wir Y-Punkt gleich 0. Das heißt, wir müssen die Lösung der Bewegungsgleichung nach der Zeit ableiten. Das gibt hier V0y und der zweite Term gibt AY mal T im Fall von T-Max. Das lösen wir auf. Nach T schreibe ich hier T-Max, das ist dann die Zeit. Gleich minus V0y geteilt durch AY.
Gut. Das können wir einsetzen und finden dann y max. Das setzen wir natürlich jetzt in die Lösung der Bewegungsgleichung ein, hier oben. Das gibt v0y mal diese Zeit, dieses t max, mal minus v0y geteilt durch ay plus ein Zweitel ay mal minus v0y geteilt durch ay im Quadrat. Das kann man noch ein bisschen vereinfachen. Es gibt minus ein Zweitel v0y im Quadrat geteilt durch ay. Ja, und jetzt kann ich hier noch etwas einsetzen. Dieses ay haben wir hier drüben berechnet. Dann gibt das ein minus ein Zweitel v0 Quadrat mal Sinus Quadrat Theta mal die Elektronenmasse geteilt durch die Kraft. Das ist minus E mal der Betrag des elektrischen Feldes. Ja, und die beiden Minuszeichen, die heben sich auf. Das könnte man jetzt einsetzen. Ich mache das nicht. Das gibt, wenn man das ausrechnet, 2,56 cm. Was sagt uns das? Es ist entschieden, das Elektron knallt in die negative Platte. Genau, das ist größer als d, gleich 2 cm. Das ging aber schnell. Ja, das muss nicht immer so viel Arbeit geben. Es gibt natürlich noch andere Lösungswege, wie man das berechnen kann. Aber das ist, finde ich, eine elegante Art und Weise, wie man zur Lösung kommt. Was wäre die andere, die nächste andere, die dir gleich in den Sinn kommt? Man könnte das diskrete berechnen, nicht hier diesen Umkehrpunkt benutzen, sondern einfach wirklich schauen, wie viel Zeit braucht es, bis meine Geschwindigkeit auf Null abgefallen ist. Das kann ich natürlich auch so machen. Da komme ich auch auf die Zeit. Mhm. Aber ich würde schon sagen, die einfachste Möglichkeit, wie man das rechnet, ist schon über diese Zeit, wo dieses Vy Null wird. Wie man jetzt zu dieser Zeit kommt, das ist dann irrelevant. Gut. Ja. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.